In diesem Video geht es um lineare Funktionen. Gerne würde ich diesen Begriff im Kontext einer Taxifahrt in Berlin bzw. in München kennenlernen. Kommen wir also zu der Aufgabe. Es geht um Folgendes. Der Preis einer Taxifahrt setzt sich aus dem Grundpreis und einem Fahrstreckenpreis zusammen. In Berlin beträgt der Grundpreis 3,90 Euro bei einem Kilometerpreis von 2,30 Euro. In München dagegen liegt der Grundpreis bei 4,70 Euro und der Kilometerpreis bei 1,90 Euro. Jetzt die tatsächliche Aufgabenstellung. Berechnen Sie, bei welcher Streckenlänge eine Fahrt in Berlin und München gleich kostet. Nun soll es darum gehen, das Ganze zu mathematisieren. Wir werden gleich zwei Funktionen haben. Hier kommen jetzt die Funktionsgleichungen. Es gibt eine Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich 2,3 mal x plus 3,9. Hier finden wir also die 2,3 und 3,9 wieder. Und die zweite Funktion, Funktion g mit der Funktionsgleichung g von x ist 1,9 mal x plus 4,7. Ich glaube, das ist vielen ganz klar, wofür das Ganze jetzt steht. X sind die gefahrenen Kilometer, f von x bzw. g von x ist der Preis einer x Kilometer langen langen Taxifahrt in Euro in Berlin bzw. in München. Ich habe beide Funktionsgleichungen bei GeoGebra CAS-Rechner eingegeben. Wir haben also jetzt hier f von x und g von x. Der Graph von f ist blau, der von g ist rot. Wir sehen, dass der Graph von f die y-Achse an der Stelle 3,9 schneidet. Das ist auch ein Summand, ein Wert, den wir hier ablesen können. Das ist der sogenannte y-Abschnitt direkt in der Funktionsgleichung ablesbar. Analog dazu bei der roten Funktion, bei dem roten Graphen, der Graph von g schneidet die y-Achse bei 4,7 und die 4,7 können wir jetzt hier bei der Funktionsgleichung ablesen. Außerdem sehen wir, dass der Graph von g etwas flacher verläuft als der Graph von f. Es liegt daran, dass hier die Werte von dem x unterschiedlich sind. Der flachere Graph hat hier 1,9. Die 1,9 ist bei linearen Funktionen der Begriff. Bezieht sich darauf, dass die Graphen dieser Funktionen gerade sind. Die Steigung dieser Geraden hier liegt bei 1,9. Sprich, bei einem Schritt nach rechts gehen wir 1,9 Kästchen Einheiten nach oben. Und der etwas steilere Graph von f hat eine Steigung von 2,3. So, wir sollen jetzt ausrechnen bzw. bestimmen, wo diese beiden Fahrten gleich viel kosten. Wir brauchen also hier diesen Schnittpunkt. Man kann es eigentlich schon fast ablesen. Der liegt irgendwo bei 2 Kilometern und der Preis liegt dann bei irgendwie 8,5. Wir können uns aber auch ganz vergewissern und uns den Schnittpunkt auch angeben lassen. Und zwar, man kann entweder den Begriff oder die Befehle auswendig lernen oder man weiß sie ungefähr. Man klickt jetzt hier auf den Plus und unter Hilfe kann man sich die Befehle anzeigen lassen. Und wir tippen jetzt einfach, es geht um Schnittpunkte, also fange ich an hier Schneide oder Schnitt einzutragen. Was wir an dieser Stelle benötigen, ist hier der Schnittpunkt. Ich klicke also hier drauf und wir wollen den Schnittpunkt von F bzw. G. Deshalb muss ich hier einmal die Tastatur wechseln, F, G. Und Enter. Nun haben wir hier den Schnittpunkt und an dieser Stelle in den Algebra-Fenster können wir auch die Koordinaten ablesen. Der Schnittpunkt ist hier in Form einer Liste da. Es liegt daran, dass Objekte auch mehrere Schnittpunkte haben können. Dann werden sie hier in diesen geschleiften Klammern aufgelistet. Hier gibt es nur aber einen Schnittpunkt und der liegt bei 2 und 17,5. Umgerechnet 18,5. Okay, die Aufgabe haben wir somit gelöst. Jetzt soll es darum gehen, die Funktion oder die Sorte der Funktionen, die wir gerade benutzt haben, zu verallgemeinern. Es handelt sich um die sogenannten lineare Funktionen. Kommen wir zu der Definition. Eine Funktion f mit einer Funktionsgleichung f von x ist gleich mx plus n.
m ist hier die Steigung und n der y-Abschnitt. M und n dürfen reelle Zahlen sein. Hier die verkürzte mathematische Schreibweise m und n Element aus Cross R. Dieses R-Symbol steht für die reellen Zahlen. Hast eine lineare Funktion. Dabei ist, wie schon gesagt, m die sogenannte Steigung und r der y-Achsenabschnitt von f. So, wenn wir jetzt ein Koordinatensystem haben, kann man auch die Werte von m und n hier ablesen. Nehmen wir eine Funktion f mit der Gleichung f von x ist gleich mx plus n, dann können wir n ablesen, da wo unsere Graph die y-Achse schneidet. Und wenn wir m ausrechnen wollen, gucken wir einfach, wenn wir jetzt einen Schritt waagerecht machen in die x-Richtung, wie ändert sich der Wert auf dem Graphen von f? Und dann kann man hier an dieser Strecke den Wert von m ablesen.